So, wir gehen rein und wir haben mit der Ranger Bag sofort ein Kleeblatt. Das ist ja nett. Eine Bratpfanne könnten wir spielen, aber ich glaube, ich rolle einmal. Ja. Wir haben wenig Items für den Start. Ah, wird schon. Eine Waffe. Ne? Das wird werden. Gegner Doppelwaffe mit Schild. Aber vielleicht haben wir genug Crit. Mal sehen. 0 Damage, 4 Damage. Ja, meine Herzen. Diese zwei Herzen hier, die carryen's durch, ne? Also einen Besen würde ich sogar mitnehmen. So einen Bogen. Nehmen wir noch ein Piggy für Economy mit, ja, ne? Das Ding ist halt mit dem Bogen, ich will ihn eigentlich ungern umbauen. Einfach tun, das Hoch brauchen wir auf jeden Fall nicht. Aber eine zweite Waffe ist halt immer gut. Deswegen nehmen wir die mal mit. Ja, dicke Rüstung auf dem Gegner. Ich weiß nicht, ob wir da noch durchkommen durch die Rüstung. Ich habe halt wenig Sustain. Ne? Ja, wird nichts werden. Ja, die Rüstung in Runde 2 ist halt schon sehr groß. So, wir rollen nochmal. Hier ist ein Trank, den nehmen wir mal mit. Da wäre noch ein Bogen, ne? Aber wir können auf jeden Fall das Piggy bauen. Das hat Platz. Dann nehmen wir den zweiten Bogen mit. Rollen nochmal ein bisschen rein. Noch ein Piggy. Na, warum nicht? Ne, der Bogen hier soll nicht gebaut werden. Das Piggy soll gebaut werden. Wieder die dicke Rüstung gegen. Rüstung gegen Herz und Trank. Perfekt. Das Ding ist, Piggy kannst halt bauen, wenn du die. Also wenn du sofort diese Kleeblätter draufhaust, dann hast du relativ viel Glück. Und das nimmt keinen Platz weg. Na, vielleicht kriegen wir es hin. Ich glaube, es wird. Ja. Nice. Okay. Na, es gibt jetzt zwei Glück und nimmt im Endeffekt nichts raus. Oh, warte mal, wir können noch eins bauen. Das ist sehr cool. Einziges Problem ist halt, es gibt nicht mehr die HP, die das andere Piggy gibt. Dann buffen wir den Knoblauch durch. Oh. Das ist natürlich jetzt geil. Ein sehr frühes Hungry Blade. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich werde sogar den Bogen dann rauswerfen, oder? Machen wir das so eine Runde. Oh, warte. Das soll auf den Knoblauch, ne? Was jetzt noch gut wäre, wären so ein bisschen Mana-Orbs. Einfach the same build, ja. Weil wir haben ja noch nicht so viele Herzen, die wir generieren. Guter Crit. Ja, das Crit ist gerade ganz gut. Wir haben halt 4 Luck. Ne? Und 4 Luck, müsst ihr überlegen, sind 10% plus 6 soll 22% Crit. Na, steht auch dran. Und wenn über, also mehr als jeder fünfte Hit schon Crit ist im Early Game, ist das halt schon dumm. Okay, da haben wir noch ein Piggy. Hier ist eine Blaubeere. Ich werde es aber noch nicht kombinieren. Ne? Noch eine Blaubeere. Sollen wir präventiv die Tasche schon mal mitnehmen, ja. Ne? Dann machen wir auf jeden Fall einen Push für den Knoblauch. Sehr gut. Ja, das Ding ist, die Blaubeeren geben ja, wenn man 10 Mana hat, auch noch Lack oben drauf. Wenn ihr mehr Lack habt, wieder mehr Crit. Right. Also können wir jetzt Lack und Mana stacken im Endeffekt. Und Gegner sieht aber böse aus mit seiner Axt. Was war das nochmal? Das war, glaube ich, weniger. Ah, okay, einfach Rüstung. Alles klar.
Na, Luck geht gleich hoch. Jetzt haben wir gleich 10 Mana. Jetzt geht Luck hoch und damit auch mein Crit. Crit resistet, ja, es tut weh, der hat den Kopf. Ist ein bisschen Anti-Crit-Bild, was der Gegner hat. Aber vielleicht haben wir Glück und haben nochmal rein. Ja, sehr schön. Hat funktioniert. So, da ist ein Mana auf. Speedback für das Schwert, sage ich nicht nein. Und da ist eine Customer Card. So, auf jeden Fall werde ich einmal das Schwert schneller machen. Ich könnte es jetzt schon verbinden, aber das Ding ist, das jetzt zu verbinden macht noch keinen Sinn. Weil wir haben noch nicht diesen Mana Gain, den man, sage ich mal, braucht, damit das relevant wird. Aber das Mana ist natürlich trotzdem schön. Dann können wir nämlich hier die Orbs so ein bisschen buffen. Na, der hat ja hier eine Chance, Mana zu geben. Und die wird natürlich erhöht. Durch die Piggies. Weil die Piggies die Chance erhöhen. Hier ist eine Customer Card, die würde ich gerne mitnehmen. Die erhöht die Chance, dass wir höherwertige Items finden. Wie zum Beispiel Prismatic Orbs, Mana Orbs und so weiter. Auch wenn ich dafür eine Tasche gerade hergeben musste, aber das war es mir wert. Das war es mir wert. Mana ist auf 7, Mana ist auf 8, Mana ist auf 9. Auf 11 Mana jetzt, ab jetzt kriegen wir Luck. Ne? Und jedes Mal 1% Crit mehr. 28% Crit. Geht also 30% Crit hoch. Und so weiter. 47 Crit. Auch wenn das Ding so ein bisschen bait ist, dieses Schwert, weil es halt weil der Schaden nicht wirklich hart hoch geht. Ich habe gerade 2 gekrittet. Oh. Nice. Knappe Runde, aber wir haben gewonnen. Ich meine, Blutamulett im Angebot, warum nicht? Erhöht den Schaden von meinem Blade. Mana-Trank. Jupp. Auch noch mit ein. Und da ist noch ein Kleeblatt. Das ist halt die Frage mit dem Kleeblatt. Guck mal, da unten muss eigentlich noch was hin. Ne? Legen wir das mal so. Ich will es auf jeden Fall mitnehmen. Ich hau mal die Banane raus. Weil ihr müsst überlegen, es ist ein 3% Crit. Ne? Und ich glaube, der Crit ist besser gerade als als die Banane, weil wir haben keine Stamina-Probleme. Eigentlich nicht. Na gut, Banane hat auch ein bisschen Healing mit dabei, was natürlich schön ist, aber... ...18 Crit, sehr gut. Healing ist auch nicht so viel, mir fehlt ein Vampirism, ne? Eine Menge. Ja, ich glaube, da werden wir nicht durchkommen. Der Gubat mit dem Sun Armor, ne. Wir haben nicht genug Schaden gemacht. Der Grove gewinnen wir mit. Kommt mal so rein. Speedback, ja, können wir machen. Noch ein Schwert. Ja. Und den wollen wir auch haben. Okay, wir werden jetzt einmal umbauen. Wieso? Und dann können wir schon mal ein Schwert umbauen, würde ich sagen. Dann haben wir schon mal eins, ne? Ich denke, das ist gut. Weil das Ding ist, zwei von denen brauchen auch eine Menge Stamina, aber sobald es umgebaut ist, hat das Schwert weniger Stamina-Kosten. Also kann man auf jeden Fall zwei behalten. Den schaffen wir locker, krass. Ja, da sehen wir gerade. Stamina geht runter, aber nicht so wild. Zack. Sehr lucky. Na, doppelte Riesentasche. Sehr, sehr schön. Eine Prismatic. Wunderbar. Also, wir werden jetzt erstmal die Tränke hier rüberwerfen. Komm hier rein. Lege ich mal hier hin. Das Ding ist, wenn die hier drin sind und sich darin aktivieren, bekommen wir einen Random Buff. Und Random Buffs sind sehr gut für uns.
So, die Piggies können jetzt hier runter, weil die haben nichts mehr zum Brocken. Außer doch der Knoblauch hier. Den können sie nehmen. Die kostet 12. Die werden wir jetzt nicht kaufen können, leider. Wir bleiben mal so, diese Runde. Feedback da ist nicht benutzt. Schaut gut aus, oder? Customer Card, wieso nicht? Für mehr Angebote und mehr Rarity. Je mehr Customer Cards, desto höher die Chance, dass ihr Godly Items zum Beispiel kriegt. Und wir haben am Anfang 7 Luck. Das reicht noch nicht. Brauchen auf jeden Fall 15. Sobald wir 15 Luck haben, wird alles entspannt her. Der Gegner hat leider den Locklifter. Das werden wir nicht damagen können. Er hat zu viel Heilung. Ja. Sehr starkes Item. Machen wir den Kollegen hier mit rein. Sehr gut. Kleeblätter mit rein. Eine Tasche im Angebot. Oh Gott. Noch ein Schwert. Ein drittes brauchen wir nicht, oder? Wollen wir mal ein drittes mitnehmen? Ich meine, wieso nicht? Einfach mal zum Probieren. Hauen wir mal 3 Schwerter rein. Mir fehlen noch eine Menge Items für Mana und so. Ne? Ich glaube aber, 3 Schwerter könnte sogar funktionieren. Tatsächlich. Stamina-mäßig sieht sie ganz gut aus gerade. Und jetzt haben wir auch schon mal sehr viel Luck. Ihr seht es, ne? Ui. Nimm's mit. Komm, gib ihn. Why not? Auch wenn es jetzt natürlich erstmal dumm wird, aber ich glaube, long-term kann das cool werden. Weil ich habe so viele Taschen, das ist super. Wir können wahrscheinlich hier oben den hinlegen. Die Frage ist halt, also sobald wir genug Herzen haben, Luck haben, werde ich die Tränke umbauen, die Mana-Tränke. Hat der Gegner keine Waffe und full auf Stamina? Ja, full auf Rüstung. Natürlich nicht so geil für mich. So, da haben wir die 15 Herzen. Ja, gut. Ich glaube nicht, dass ich da durchkomme, ich bin ehrlich. Der hat einfach ein Bild. Obwohl, doch, jetzt sind wir durch. Krass. Was nur auf Survival ist. Nicht kämpfen. Nur defensive. Ja, das kriegen wir aber hin. Ja. Der Crit-Wert ist jetzt 100% von all meinen Schwertern. Die machen so viel Schaden. So, wir wollten... Eigentlich brauche ich keine Taschen mehr, ne? Egal, wir nehmen es mal mit. Den kann ich mitnehmen. Ich meine, ein Wolpertinger im Angebot kann man doch vorübergehend spielen, oder? Vor allem mit dem Stamina Increase. Noch eine Prismatic, das ist insane. Ich bräuchte halt auch noch mehr Blaubeeren. Ne? Also wir brauchen auf jeden Fall noch eine Blaubeere mindestens. Sehr schön. Da kommt mein Luck rein, da kommen die Crits rein. Also sobald wir das Luck erreicht haben, habe ich das Gefühl. Hä? Ihr seht es, ne? Sobald wir dieses Luck erreicht haben, das ist hier ungefähr, da schießt der Damage nur so hoch. Ab dem Moment, bam. Hungry Blade hat mit am meisten gemacht, aber es schießt nach oben. Noch ein Piggy. So, die Kugel werfen wir am besten... Eigentlich wäre die gut, wenn die hier wäre, ne? Mach eine Mana Potion, die erste. Eine Bag mitnehmen. Ich glaube, der Wolpertinger ist okay, dass er mit dabei ist. Ich denke, der macht einen guten Job. Ein Mana Orb, okay. Ich würde vielleicht... 5, 6...
Ich denke, hier eine Mana auch mitzunehmen wird okay sein. Let's see. Ah, ich hätte direkt den zweiten Trank auch noch bauen können. Ne? Weil wir haben jetzt genau 15 Luck. Und ihr seht, sobald wir 15 Luck haben, der Gegner wird zerstört. Innerhalb von Sekunden ist der Gegner dead. Jetzt halt Überlegung. Schieben wir die alle ein weiter rüber? Die Schwerter? Nee, können wir nicht. Weil die Orbs müssen da sein. Nee. Eine Prismatic im Angebot? Gute Nacht. So, der wird der Mana-Trank gepusht. Das passt. Eine Shop-Karte. Ich nehme mal noch eine mit. Ich habe das Gefühl, wenn ich mehr Shop-Karten habe, habe ich mehr Prismatics. Aber ich werde nicht die große Shop-Karte bauen. Weil die ist nur für Unique Items. Und ich will mehr Prismatic-Dinger finden. Das sieht okay aus. Ist nicht perfekt, aber wir brauchen im Endeffekt mehr Mana-Tränke, ne? Dann geht es. Let's see. Gegner zum Glück noch keinen Glurak, der wird gerade erst gebaut. Aber der Schaden ist böse, ne? Bei dem Schaden kann man nicht meckern. Zack. Holy moly. Und da wäre mein drittes Mana-Schwert. Meine Tasche ist im Angebot, oder nicht? Perfekt. Da ist die nächste Mana-Potion. Wenn wir jetzt noch eine Prismatic finden, wäre big. Warte. Oh, nice. Nehmen wir auch mit, weil das ist wieder ein Mana-Push-Item. Dann haben wir das hier noch gebaut und dann sind wir, glaube ich, gleich nächste Runde richtig stark. Wir sind ja jetzt schon richtig stark. Schau mal, das Game geht los. Ja. Und der Gegner verliert, bevor das Game los ist, über die Hälfte AP. Und dann ist einfach One-Shot. Und ich habe das Gefühl, irgendwas ist da vielleicht verbuggt mit diesem Bild. Also. Es wirkt irgendwie, als ob da irgendwas nicht stimmt. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Wir brauchen noch eine Mana. Oh, cool. Ich kann auf jeden Fall den da hinlegen. Da hat er doppelte Mana-Proc. Und noch ein Kleeblatt. Ja, alle diese Dinger, die da drin sind, geben Mana. Und Mana macht Damage. Das ist ja die Idee dahinter. Also Mana First macht ja Damage, wenn wir Mana kriegen. Und die Idee ist, dass du so viel Mana wie möglich in Runde, also sofort generierst. Durch die Prismatic Orbs, durch die Mana-Tränke und so weiter. Durch hier Wolpertinger vielleicht auch, den kann ich mal rauswerfen. Und durch den Clover mit den Buffs. Dass du ja, sofort den Gegner innerhalb von einer Sekunde tötest. Und wir haben nicht viel, wir haben 45 Mana. Ne? Die Mana-Tränke kommen ja auch noch mit rein. Das Ding ist, wir müssen Mana benutzen, fällt mir gerade auf. Wait. Wir müssen Mana benutzen für die Mana-Tränke, ich dödel. Warte mal, Leute. Riesiger Fehler. Meine Mana-Tränke aktivieren sich gar nicht. Natürlich Horror, ne? Irgendwas, was Mana braucht. Und dringend Mana-Spanne. Hier ist einer. 12. Kommen wir da rauf? Ja. Okay. Der Wolpertinger kann sowieso raus. Zack.
Noch eine Clover. Der kann, glaube ich, am besten dahin. Okay. Und das Ding benutzt sofort Mana und dann werden die aktiviert. Was nochmal Mana gibt. Und maximal AP. Game geht los. Und der Gegner hat sofort über 200 HP verloren. In einer Sekunde. Das Game geht gerade 0,8 Sekunden. Drei Sekunden. Na, hielt sich aber wieder sehr gut hoch, der Gegner. Oh, das könnte sogar verloren werden. Der hat hier Unlimited HP-Stacking. Obwohl, es war auf jeden Fall knapp. Also ich glaube, wenn man die Gegner nicht innerhalb von einer Sekunde tötet, echt Problematik. Ein Geschenk. Leider bin ich hier, was das angeht, schon raus. Ne? Mana-Trank bringt uns nichts mehr, weil es die letzte Runde wird. Ja, wieso nicht? Rein damit. Das ist sehr geil. Wir haben noch eine Prismatic Orb. Ich glaube, wir hauen sie hier in die Mitte, oder? Obwohl hier halt besser wäre. Rein theoretisch. Also wir haben 4 Prismatic Orbs. Wir haben 3 mal Mana Thirst. Ich glaube, das ist mit das stärkste Bild, was ich hier hatte auf dem Reaper. Auf dem Ranger. Und wir müssen überlegen, es könnte ja sein, dass man nochmal eine Prismatic bekommt. Okay, wir machen Damage wie viel? Und der ist sofort auf 200 HP runter. Wir haben 84 Mana generiert. Sofort unsterblich. Und dann kriegen wir den halt weg mit den letzten Resten, ne? 96 Mana, Leute. Na, es könnte auch sein, dass wir es nicht schaffen, weil ich glaube Healing, also wenn man den nicht sofort one-shottet. Oh doch, nevermind. Nichts gesagt. Ich wollte sagen, wenn man nicht sofort one-shottet, kann es sein, dass man den nicht mehr schafft, aber sobald du wieder Mana generierst, also jedes Mal, wenn ihr diese Mana-Stacks habt. Guck mal, da habe ich Mana bekommen. Right. Und als ich Mana bekommen habe, habe ich einmal dreimal 74 Schaden gemacht. Also das Bild ist absolut broken, Leute. Ekliges Ding, aber es ist halt nicht so leicht zu bauen, weil du brauchst super viele Items dafür.